unser Kompakt. In NRW dürfen nur Städte mit mehr als 60.000 Einwohnern blitzen. Der Städte- und Gemeindebund fordert seit Jahren, dass auch kleinere Städte die Verkehrskontrollen durchführen können. Denn die kennen ihre Unfallschwerpunkte selbst am besten, so die Argumentation. Jetzt könnte Bewegung in die Sache kommen, denn die schwarz-grüne Landesregierung zeigt sich offen für eine entsprechende Gesetzesänderung. Mehr dazu in der Sendung Westpol im Anschluss an die Aktuelle Stunde.